Ja. Oh komm, ich kenne es mit euch. Weil Marion wählerisch ist und Jazz einfach alles verkindert. Die trinkt sogar, nee, die isst sogar Nudeln mit Wasser. Mit was? Mit Wasser aus dem Wasserkocher. Wieso Nudeln mit Wasser aus dem Wasserkocher? Wie hast du denn das gemacht? Hast du die in Wasserkocher geschmissen? Nein, pass auf. Mein Würstchen habe ich da auch schon mal. Ich hatte Hunger und dachte, es war ein anstrengender Tag. So, Lia war halt noch da. Und Lia wollte dann die chinesischen Nudeln essen und ich hatte dann noch so ein Brokkoli, hatte ich noch nie gegessen. Da dachte ich, ja gut, machen wir was. Koch das Wasser auf, kipp die beiden halt dann voll, lass die ziehen. So, geht dann zu, gib Lia ihren Nudeltopf, geht zu Silke, muss da irgendwie irgendwas mit wegen Reklamation, Retouren machen. Und esst die erst den ersten Löffel und denke ich so, okay, es schmeckt aber komisch, der Scheiß. Ne? Ja. Weiß nicht, dann ja, vielleicht ist es so das erste, vielleicht so eine Rahmspinatscheibe. Vielleicht ist es ja auch die Rahmsoße, die ich nicht mag. Erst zwei Löffel, nee, dachte ich, nee, das geht überhaupt gar nicht. Kipp das denn weg? Den anderen Topf habe ich auch gleich weggeschmissen, weil ich dachte, naja, wenn das eine Scheiße schmeckt, schmeckt das andere ja auch gleich weg. Hat mir denn die zweite Nudel chinesische Scheiße der Henne dann gemacht. Durchgezogen, was weiß ich, nehme den Nudeltopf, gehe zu Lia. Erstmal, nimm den ersten Löffel mal von meinen Nudeln. Lia guckt mich an, schmeckt komisch, oder? Ich dachte so, ja. So. Ich weiß schon. Ja. Aha. Weißt du schon, was genau, kam? Es war, glaube ich, auf dem Freitag. Da habe ich das dann weggeschmissen. Und ich wollte am Wasser riechen, aber es war noch so heiß. Da dachte ich, da ist was mit dem Wasser. Und dann am Dienstag habe ich sie mir, nee, am Montag habe ich sie mir geschenkt. Also, Marion, kann es sein, dass du vielleicht den Wasserkocher in Kalk trinkst? Sie kam am Freitag hierher und sagtest, ich habe den Wasserkocher in Kalk. Ich muss noch Bescheid sagen. Das weiß ich nämlich noch, deshalb wusste ich, was passiert und dann ist. Meinte ich ja mal so, oh, ihr habt ja den Wasserkocher leer gemacht. Oh, danke, ich habe ganz vergessen, Bescheid zu sagen. Und Jessica, habe ich gemerkt. Herzlich willkommen zur 52. Folge des Kreativdepot Podcast. In der heutigen Ausgabe stehen die Lagerfeen euch Rede und Antwort. Marion, Ina, Jess und Antje beantworten einige eurer Fragen. Es geht um den Laden, es geht um Standorte, es geht um Workshops, es geht um Formengießen und. Auf jeden Fall erwartet euch ein lustiges und tolles Gespräch unter den vier. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wollen wir oder was? Jo. Moin. Ja. Moin. Hallo. Moin. Wir haben ganz viele Fragen bekommen über Instagram und über WhatsApp zum Laden und zu den Lagerfeen. Sagt Piet nicht immer noch erst die 50. Folge von... Ja, das... Aber das macht er doch. Ja vorher rein. Ach so, okay. Gut. Ist jetzt ja spät, wir haben ja ihn jetzt nicht da. Ne? Ja. Also wir haben einmal die Frage zum Workshop in Ostfriesland, ob da was geplant ist. Im Moment ist da nichts geplant. Wobei, ist Steffi Glende nicht Ostfriesland? Nee, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Nee. Ich glaube nicht ganz. Nicht ganz. Ich glaube nicht, dass die ganz... Ist die nicht Oldenburg oder Osnabrück eher die Richtung? Nee, ist schon irgendwie so da. Ja? Sicher? Wir sind da mal dran vorbeigefahren, als wir ein Segelboot angeguckt haben. Ist schon sehr hoch im Norden, aber ich weiß nicht, ob das Ostfriesland ist. Spontan, Ostfriesland? Man weiß es nicht. Spontan ist da nichts geplant, aber wir nehmen das mal mit auf. Eine Frage noch zum Thema Workshop. Warte mal, Ostfriesland? Wenn wir da einen Workshop machen, da hätte ich Bock drauf. Hin, Ostfriesland, total schön. Ja, ich glaube auch Leer und Emden und so, ja. Ist bestimmt super. Als Kind war ich ganz oft in Emden. Und ich da habe ich Verwandtschaft. Langeoog finde ich auch total schön. Das ist Ostfriesland. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die unbedingt auf eine Insel kommt zum Workshop. Na gut. Man weiß es nicht. Wäre eine Umfrage wert. Wer kommt mit? Ich. Du? Ja. Gut. Ich bin dabei. Ja, Ostfriesland finde ich total toll. Wir machen einen Workshop auf Langeoog. Ja. Das habe ich schon meinen Männern erzählt zu Hause. Also, Entschuldigung. Wo kommt denn noch der Kiosk? Ja. Ich weiß, die hatte ich heute. Nee, Rügen. Nee, nein. Sylt? Kiosk. Mit P. Norderney. Da wolltest du doch, wir müssen wir da machen. Ja. Da wolltest du immer hin. Da wollte ich schon. Seitdem ich hier arbeite. Ja. Kiosk. Ja. Wir sollten nach Norderney. Oh, komm, doch. Wir können doch Reihe ummachen. Wir können doch irgendwo anfangen und dann machen wir... Inselhopping. Ja, ohne Scheiß. Lass es doch machen. Inselhopping, wie geil ist das denn? Wir machen Inselhopping. Erst die ostfriesischen Inseln, und dann die nordfriesischen hoch. Dann hüpfen wir rüber nach Ostfriesland oder nach in die Ostsee oder runter ins Mittelmeer. Ja.
Mit dem Meer ist auch super. Darüber reden sie ja die ganze Zeit schon, dass sie gerne auf Mallorca einen Workshop machen wollen können. Ja, also da bin ich auch dabei. Material beim Workshop benutzen. Also eine Kundin hat gefragt, wenn sie einen Workshop selber gibt, ob sie das Material für uns benutzen darf. Ja, darf sie natürlich, super gerne. Dann war die Frage, wie ist es beim Sammeln? Steht die Kiste irgendwo? Nö. Beim Sammeln? Wenn du Bestellungen sammelst, nee, die sind, die stehen nicht irgendwo. Das ist ja alles im System, wird das zusammengesammelt. Und wenn erst, wenn du bezahlt hast, dann kommt sie bei uns in den Scanner, also im System auf, taucht sie auf. Ja. Und dann picken wir komplett die ganze Kiste zusammen. Wie lange kann ich denn sammeln? Wie lange bleibt, ist das in meinem Warenkorb dann? Nee, also wenn es bei dir im Warenkorb ist, dann kann es auch jederzeit wieder rausgenommen werden. Also unser System nimmt es automatisch raus, wenn es ausverkauft ist. Du musst jedes Mal die Bestellung abschicken. Ja. Und das kannst du 14 Tage lang machen. Also und dann schreibe ich auf, also ich mache eine ganz normale Bestellung, genau. Schreibe dann drauf, ich sammle. Du darfst aber nicht bezahlen. Du hast unten einen Button. Und da kann ich sammeln. Und da klickst du auf Sammeln. Ja. Und dann schickst du es ab. Genau. Aha, also nicht in den Warenkorb, weil da ist es quasi noch verfügbare Ware. Genau, du gehst durch den Shop, kaufst ein, gehst ganz normal in den Kassenvorgang und im Kassenvorgang sagst du dann sammeln. Ah, okay. 14 Tage. Und wenn du fertig bist nach 14 Tagen, sagst du, ey, bin fertig. Und dann können wir sie komplett picken, die Bestellung. Ja. Du bekommst nach 14 Tagen aber auch eine Erinnerung. Habe ich nämlich gerade gekriegt. Ich habe nämlich vor 14 Tagen, glaube ich, was gekauft. Ich habe nämlich eine Erinnerung, ich bin nämlich aufs Sammeln gegangen und habe nämlich eine Erinnerung gekriegt, so irgendwie deine Freupost wartet. Und so, hä? Ach ja, ich habe es bestellt. Wie süß, dass du eine Erinnerung hast. Ja, immer wenn ich am Basteltisch sitze, fällt mir auf, oh, Tombow ist leer, doppelseitiges Klebeband ist weg, Schere ist weg. Das ist normal bei uns im Haus. Ja, ich muss auch noch was bestellen, fällt mir gerade ein. Aber das ist ja cool, dass man dann sammeln kann. Also das Sammeln kannte ich, aber ich dachte, man legt das dann tatsächlich in den Warenkorb, aber das ist dann ja nicht so. Genau, in Warenkorb und abschicken. Also das Abschicken ist immer ganz wichtig. Ganz wichtig. Sonst ist es weg. Dann ist es safe, genau. Ja. Es gibt auch Kunden, die dann fragen, sie haben jetzt irgendwie, weiß nicht, vor 10 Tagen irgendwas gekauft, was dann jetzt irgendwie ausverkauft ist, bekomme ich das dann trotzdem? Ja, also wenn du abgeschickt hast, ist es auf jeden Fall für dich reserviert. Ja. Deswegen haben wir manchmal auch diese Überhänge, wie zum Beispiel das Häschen-Feinstempel-Set. Das war im Shop ausverkauft und hatten wir aber ja noch welche über, die wir hier mit in den Laden reingenommen haben, weil dann Kunden sich überlegt haben, sie wollen es doch nicht bezahlen und dann liegt es. Aber wir können es ja nicht im Shop wieder öffnen. Mhm. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, der ganze Restpostenkram kommt zu uns in den Shop. Restposten oder Raritäten, weil man das ja in dem Instagram-Video gesehen hat, über welche, oder wie, dass da echt noch so wichtige Raritäten liegen, wie das Geschenke-Stempelset von Corona. Da gab es echt ganz viele Kunden, die es noch gerne haben wollten, aber wir hatten nur noch eins hier. Ah, guck mal. Haben wir auch noch richtige Schätze hier. Mhm. Lohnt sich mal zu wühlen. Mhm. Eigentlich müsste ihr Schätzkästchen heißen. Kreativdepots Schatzkästchen. Hm, genau. Das ist aber ein langer Name. Ja, ne? Ja, das kann man irgendwie, ist nicht gut. Eine Kundin hat gefragt, ob die Prägezange wieder in den Shop kommt. Die kommt im Mai wieder mit neuen Mustern. Und dann ist es auch so, dass es nur die Zange gibt, ohne die... den Einsatz. Genau, ohne Einsatz. Ja. Und dann gibt es 3 verschiedene Einsätze, glaube ich. Die dazu kommen. Darf ich dazu was sagen? Ja. Ein paar haben wir hier noch. Genau, mit, also die Weihnachtseinsätze und die Zange. Aber die sind ja bei uns noch gar nicht im Shop drin, online, die Weihnachtssachen. Oder? Ich glaube, die vom letzten Mal. Vom letzten Mal haben wir hier noch so ein paar. Ja, das ist der Haus mit Kranz, hast du da liegen. Ja, mit der Zange. Und Dala-Pferd habe ich, glaube ich, auch, haben wir auch noch. Aber Dala-Pferd war nicht drin. Nee, ich weiß. Also nicht online im Shop. Das sind die Raritäten. Genau. Schätzchen eben. Ja, aber die kommen ja noch bei uns im Shop. Also genau, das gab hier paar Raritäten im Laden, die wir im Shop nicht hatten. Im genau. Online-Shop. Das hätte nur dafür gesorgt, dass es ganz viel irgendwie Ärger gibt, weil die Auflage so klein war. Mhm. Das ist genauso mit diesen Brennstempeln. Davon haben wir auch so viele. Also wir haben so viele, dass sie für einen Laden okay sind, aber für einen Shop eigentlich zu wenig. Mhm. Da kann ich ja mal eben fragen, ganz viele Fragen nach diesen kleinen, für die Prägezange, nach diesen kleinen goldenen Aufklebern, womit man das, kriegen wir sowas in der Richtung wieder rein? Vielleicht nicht nur in Gold, sondern auch in anderen Farben, weil da wird hier ganz oft nachgefragt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die goldenen kommen auf jeden Fall wieder. Mhm. Wir sind ja raus, wir kriegen das ja gar nicht mit. Online. Ja, also ob
bei Christiane oder so, Entschuldigung. Also die Goldenen kommen auf jeden Fall wieder und ich glaube, nach mehr haben wir uns gar nicht umgeguckt, aber können wir mal machen. Ich würde ja Silber oder eine gute oder Idee, so, ja. Oder ich würde auch Schwarz oder ja, irgendwie so. Schwarz wäre natürlich auch. Schwarz ist auch mega. Ich finde Bronze finde ich auch sehr geil. Bronze finde ich auch toll. Also nicht Kupfer, sondern wirklich halt Bronze. Mhm. Ja, also das wäre nochmal so, was hier halt mir aufgefallen ist, was öfter mal gefragt wird. Anke hat gefragt, habt ihr schon mal Basteln Reise nach Jerusalem gespielt? Also ich kann die Frage ja schon gleich mit Nein beantworten, aber die Idee ist ganz süß. Das ist so, dass ein Bastelprojekt da ist. Anke, vielleicht kannst du das nochmal genau beschreiben, aber ich glaube, es war so, wenn wir jetzt zum Beispiel 4 Bastelprojekte haben und dann wechseln wir die Plätze und ich bastel deins dann zum Beispiel weiter, Antje. Und du bastelst das von Jeff weiter. Oh, ich habe das bei Frau Kaspar gemacht, als ich sie bei ihr Urlaub gemacht habe. Damit hat das live gemacht. Und da war das auch, da habe ich dann was angefangen, kam nicht weiter, habe ihr das gegeben, hat sie weitergemacht und andersrum war es genauso. Und es war eigentlich sehr geil. Das stelle ich mir auch cool ja, vor. Ich habe auch gerade. Das wäre mal was für einen Klönschnack. Ja, ja, da ja, ist ja das so können wir machen. Ja. Das könnten wir wirklich machen. Dann komme ich auch. Ach so, ne? Ja, danke schön, Tina, danke. Also von Mallorca, der ist immer sehr lang. Hä? Warum? Das ist nur mit Erika. Ich bin zwei im Bett. Ich wollte mal sagen. Das ist nur mit Erika so. Da muss ich eigentlich schon schlafen. Aber dann komme ich. Aber dafür habe ich es ja extra auf den Freitag gelegt. Damit ja, du einfach echt entspannt den Klönschnack so zu Ende machen kann. Ja. Aber das finde ich ja eine tolle, süße Idee. Ja, ne? Mhm. Hatte ich auch so noch nicht auf dem Schirm. Wann ist der nächste Klönschnack? Im Juni, nee, im Mai. Im Mai ist der. Ich glaube, am nee, weil da die Termine nicht frei waren. Und deswegen haben wir den April nicht gemacht. Und ich glaube, der ist am 15. müsste das sein. 15. Ich glaube 5. auch irgendwie um den drin. Mhm. Eine Kundin hat gefragt, man sieht in den Videos im Lager drüben immer so große Wagen, wofür die sind. Ah, ja, da picken wir ja unsere Bestellungen mit. Die riesengroßen Wagen, ja. Was machen wir da? Im Höchstfall die kleinen Kisten. Wir haben einmal kleine Kisten und große Kisten. Die großen Kisten benutzen wir dafür, wenn wir Papierbestellung haben. Und die kleinen Kisten, wenn wir den Wagen vollpacken, dann kriegen wir eine Tour bis zu 33 Bestellungen mit. Das sind die großen Wagen. Ja. Das heißt, du läufst mit dem Wagen mit 33 Bestellungen durch, los. Ja. Gleichzeitig und gleichzeitig. Und genau. Von bis dann, genau. Ja, ob eine etwas kleinere oder größere, genau. Voller Konzentration. Genau, die da großen. Ist dann auch genau wirklich voller Konzentration. Ja, also die großen wenn Antje dann nicht viel redet, dann ist mein da darfst du sie auch nicht ansprechen. Dann brauche ich meine Ruhe. Nee, aber die großen Kisten machen wir meistens ja 5, also 4 bis 5 machen wir auf die Handwagen drauf und auf den genau, großen bis Stück. 33, ja, ja, mit den kleinen Kisten. Ja. Ja. Und dann schippern wir los, du. Also du, hauptsächlich. Mein Bestes, was ich gemacht habe, waren, glaube ich, 12. Auf dem großen Wagen, ja. Und das war so süß. Dann läuft sie damit los mit dem großen Wagen. Ich dachte so, Ina, was machst du denn da? Naja, die passen gerade so gut da drauf. Darauf kann ich mich konzentrieren. Lass mich mal. Ja, ja, okay, Ina. Hat auch ein bisschen länger gedacht. Das war so geil. Und du siehst dann hinten, weißt du, du läufst dann, sie läuft vor dir los und du bist dann irgendwo hinten beim Papier und sie ist noch irgendwie geh oder so, denkst du, ja, ja, oh, Ina geht's dir gut, ja. Ich hasse Regal B. Das ist auch, A. ich hasse, nein, A geht, aber B ist richtig B kacke. Ist richtig, oh. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, B-Regal ist einfach halt diese ganzen also die ganzen, wo wir kleine Bestände halt haben, die ganzen alten Stanzen, wo einfach nicht mehr viel da ist und dann, das ist eigentlich ein Gewühle. Ja. Obwohl mittlerweile geht es, weil ganz viele neue Sachen da hingekommen sind. Ja. Und dann hast du automatisch den Scan-Code ja hinten dran. Ja. Aufregend war der Monat Februar, ne? Wo da das in dem B-Regal. Das also war da haben Svea und ich auch. Oh. Ja. Da war ich nämlich auch, das war auch Februar, wo ich mit ausgeholfen habe mal beim Picken. Ja, das stimmt. Ja. Ich war nämlich auch ständig im B-Regal. Interessant. Ja. Ja, da warst du mal froh, wenn du da wieder weg warst. Ja. Das hat aber ein bisschen gedauert. Ja, das stimmt. Wenn du 33 Kisten und dann das so, stimmt. Weißt du, weil das so ein großer Wagen ist, bleibt der Wagen ja am Kopfende immer stehen. Ja, ja. Ne? Und dann musst du ja erstmal aus jeder Kiste deine Bestellung da nehmen, in diesem B-Gang. Und dann kann es auch sein, bis ich dann wieder zu meinem Wagen gekommen bin, dann fällt mir alles so ein bisschen runter, weil ich alles in den Händen habe. Ich hatte gar nicht so viel Arme und Hände, wie ich tragen konnte. Am schönsten finde ich, wenn du Siegel... Ja, die stapel ich mir. Die du dir auf dem Arm so statt, das musst du ja. Echt mal fotografieren. Ja, das stimmt. Ja. So, das fast stimmt. So ein bisschen geneigt nach hinten. Ja. Ja. Mhm.
So ist das. Aber dafür brauchen wir den großen Wagen. Dafür brauchst du den großen Wagen. Jetzt habe ich noch Fragen. Buchlein, gibt es neue Farben? Ja, es wird neue Farben geben. Wir müssen aber noch ein bisschen dran rumtesten. Gibt es mehr Graupapp-Equipment? Ja, es gibt auf jeden Fall einmal Buchbindetool für die Graupappe. Kommen Copics rein? Nein, Copics nehmen wir nicht mit auf. Resin am besten behandeln, einfetten mit Wachs oder mit Klarlack, andere Möglichkeiten. Da seid ihr mehr Fachmann. Also meine Resin-Sachen sind alle mittlerweile Natur eingestoppt. Also meine ganzen Formen und so, die sind alle schön im Regal. Ich habe auch die Riesenkiste verliehen. Ja. Deswegen. Wie machst du deine Resin-Sachen? Ich nehme kein Resin. Also was machst du denn mit Keraflot zum Beispiel? Nehme ich auch nicht. Nee, was machst du denn mit deiner Gießmasse? Welche Gießmasse nimmst du denn? Keramin. Bist du zufrieden mit Keramin? Ja. Super. Und behandelst du das irgendwie noch? Schmirgelst du das nachher noch? Ich schmirgel das sehr doll ab, ja. Feuchten Lappen und dann nehme ich halt einen Lack. Du nimmst noch einen Lack, ja. Ich schmirgel auch. Ich nehme Resin, schmirgel. Aber ich behandle das gar nicht hinterher. Ich auch. Weil ich immer, also ich habe immer das Gefühl, also bei mir waren dann immer so Schattierungen manchmal, dass ich das nicht gleichmäßig hatte oder so. Habe ich gedacht, ach, ich finde das so eben so gut. Also ich lasse das einfach. Ich finde einfach halt, wenn du das schön nicht behandelst, wenn das dreckig wird, dann kriege ich es nicht wieder sauber. Also das hatte ich bei Resin. Resin ist mir einfach halt da, ich habe da viel zu viele Luftlöcher drin. Luftlöcher? Also ich habe Luft da drin, also am Rand. Dann ist da mein Luft, da mein Luft. Genauso mit Keraflot. Natürlich. Ja, das habe ich nicht. Natürlich, aber mit Keramin habe ich das nicht. Ja, Luftlöcher nicht. Ist Keramin günstiger? Oder? Nein, ist viel teurer. Das ist wirklich halt teurer. Genau. Das macht ja wahrscheinlich den Unterschied aus, ne? Ja. Habt ihr schon mal diese, wie heißt das, Jesin ausprobiert? Nee. Jesin? Ich glaube, Jesin heißt das. Ne? Was ist der Unterschied? Das ist so ganz farbig und ist, glaube ich, auch eher so ein Kunststoff oder irgendwie so, ne? Ich kenne es jetzt nur aus den Videos von Instagram. Mhm. Okay. Weiß ich, kenne ich gar nicht. Richtig farbig? Richtig knallig. Ja. Also knalliges Gelb, knalliges Pink, knalliges Grün. Okay. Irgendwie. Also ich bin immer entweder Resin oder hier Bodenausgleichsmasse, was ich denn für meinen Garten habe, für draußen, all Winter. Genau. Gießt du noch? Nee. Gar nicht mehr? Mm-mm. Mein Sack Resin ist auch leer und im Moment bin ich mit dem Gießen nicht mehr. Naja, aber es sprießt ja auch aus allen Löchern. Also jeder, das hat also auch mit den Häuschen. Jeder hat das gleiche Häuschen. Wenn du die Türen aufmachst, ist überall das gleiche drinne. Und mir macht es keinen Spaß mehr. Nee. Ach, das wir hatten schon. Wir hatten Ostermarkt bei uns auch. Und ich glaube, 4 Stände nur mit 3 ja, und das klar haben die dann auch das, was gerne genommen ja, wird. Ja, ne? Das stimmt. Aber so für mich selber zum Gießen. Ich habe immer noch. Ja, das ist aber, finde ich, auch was anderes. Genau. Und dann habe ich halt meine kleinen Handgeschenke. Ne? Wenn ich losgehe oder wenn ich jetzt zur Konfirmation muss. Wie schön ist das, wenn ich einfach diesen kleinen Teller habe. Hatte ich mir jetzt auch fertig gemacht. Mit einer kleinen Kerze drauf, einen schönen Schriftzug und ein bisschen Moos. Hast ein kleines Handgeschenk. Ne? Hatte ich auch zum Geburtstag bekommen. Das war dieser kleine Gugelhupf, der als Kerzenständer dient. Ich immer noch und da war daneben was geplottert und das Ganze auf so einem kleinen Tablett aus Plätzchen. Ja. Das war total schön. Und ich hatte es im Nachhinein meiner Mutter gegeben und die hat es gestern gerade auf dem Tisch gehabt, weil wir Peters Geburtstag noch gefeiert haben. Und das war auch schon sehr süß. Ja, ich habe da also diese kleinen Handgeschenke. Dafür gieße ich immer gerne. Also ja, aber es ist die Teller nicht, aber mag nicht ich mehr auch das. Noch gerne und die Kerzen. Aber wie ja, ihr aber sagt, das Märkte und so, das ist schon überlaufen. Also ja. Das sehe ich ja selber auch, wenn ich dann irgendwie hier in der Umgebung auf dem Markt mal ganz gehe, dann also ist ja, jeder, aber also da, du siehst immer Stände damit. Aber da siehst du auch halt dann fallen auch die Unterschiede auf, ob du abschleifst, ob du nicht abschleifst, ob du das nachbehandelst oder nicht. Also und da ist dann schon, finde ich, Quantität und Qualität. Also das merkst du halt dann schon sehr. Ja, ich meine, abschleifen tue ich ja auch. Das ist, gehört ja für mich auch dazu. Aber ich kenne auch viele, die das nicht machen. Ach, da gucke ich das nächste Mal nach. Das Ding mal umdrehen und gucken. Und dann machst du gleich. Ja, genau. Und am besten noch, wenn das halt feucht ist. So mache ich das. Also ich nehme das raus aus der Form, entforme das und dann fange ich das Schleifen an. So kannst du am besten mit Schmirgelpapier. Wenn du das erst 2-3 Tage später machst, dann musst du ja im feuchten Zustand, das geht perfekt. Mache ich auch, aber ich mache es dann, wenn es trocken ist, auch noch. Ja, genau. Ja. Also ich mache es nicht gleich, wenn ich es ausforme, ich mache das dann ein paar Stunden später. Das klappt echt.
Meine Freundin hatte das auch mal und ich weiß gar nicht, hatte sie für einen Adventskalender irgendwie dann 24 Teile gemacht oder so. Und dann hatte sie Tage später und dann musste sie wohl ordentlich schleifen, warum auch immer, ob das irgendwie so filigran war und ihr da ein bisschen immer rübergelaufen war an Gießmasse, ne? Und dann sagte ich zu ihr, Mensch, sag ich, du musst das gleich machen, denn dann flutscht das besser. Zumindest hast du das Gröbste dann. Nicht, ja, ne? Genau. Aber hinterher, das Feine mache ich aber auch immer. Also ich mache es wirklich paar Stunden später. Ich warte auch nicht paar Tage, aber ich mache es nicht sofort, wenn ich es raushole. Das ist mir, dann habe ich zu viel am Schmirgelpapier. Ja. So, dazu da. Kleine Aus. Haltbarkeit von Rub-Ons und wie sollte man sie am besten aufbewahren? Na, hängend oder stehend, ne? Rub-Ons? Ja, genau. Also ja. Rub-Ons am besten eigentlich auch wie die Glamour-Liebe einmal so hinstellen. Ja, genau. Dass sie keinen Druck haben. Okay. Und Haltbarkeit. Also wir wollen jetzt mit in die Produktbeschreibung irgendwie reinschreiben, nach Öffnung irgendwie 6 Monate. Weil da jetzt eben einige Kunden auch sagten, dass die nicht mehr funktionierten. Also meine habe ich jetzt, solange wir sie schon im Shop haben. Ich auch. Ich habe da auch nie. Ich habe dann manchmal eher das Gefühl, dass es vielleicht eher, wenn ich die zu Hause benutze, an meinen Untergrund liegt. Das ja, genau. Zum Beispiel, wenn ich das auch auf Resin oder gegossenen mag, dass ich dann das Gefühl habe, na, war da vielleicht doch schon Pelle mit Fettfinger dran oder so und dass es deswegen nicht hält. Mhm. Das muss schon auf Resin, also auf den Gießer muss es rein sein. Ja, aber das Gefühl habe ich manchmal, wenn das bei mir nicht so klappte, wie ich wollte. Mhm. Weil wenn ich den gleichen Bogen genommen habe und mir dann noch auch ein anderes rausgeschnitten habe, ein anderes Muster von demselben Bogen auf einen anderen Untergrund, dann funktionierte das. Also ich glaube eher, dass das bei mir an dem Untergrund lag. Mhm. Wir hatten ja eine Fehlproduktion und wir hatten davon auch einige weggegeben, so an Schulen und Kindergärten. Unter anderem hat der Anke auch welche was bekommen für ihre Einrichtung. Und sie sagte, bei der ganzen Sammlung war da jetzt einmal was dabei, wo man gemerkt hat, okay, die Produktion war wirklich jetzt nicht in Ordnung. Und da haben sie es nachher aber so gemacht, dass sie, wenn ich das richtig verstanden, ein bisschen Kleber an die Stelle gemacht haben und das dann nochmal raufgesetzt haben und danach gerubbelt haben. Und dann ging es dann irgendwie. Ja. Wir haben, glaube ich, immer noch ganz viele. Wir haben mega viele. Ich weiß gar nicht, also das sind richtig, richtig viele, die wir da noch haben. Also, obwohl wir gut verteilt haben. Mhm. Genau. Also falls ich mal vier Kindergarten oder Schule oder ich so noch auch welche vier haben möchte. Das waren ja auch nicht wenige. Also nicht wenige Motive. Das ja, es waren, glaube ich, fünf. Nee, ich glaube, das waren mehr. Ja, das waren mehr. Hätte ich auch gesagt. Ich hätte seit 7, 8 hätte ich fast. Ich war auch bei 8 bis 10 Motive, die wir da irgendwie. Ja, eine Mülltonne. Mario? Ja, nee, ich muss was meinem Deckel. Ich gucke so selten den Müllwagen zu. Und ich dachte nämlich jetzt gerade, naja, wenn er das jetzt so da reinhält, dann wird er nicht leer werden. Aber jetzt wird ein Schuh draus, alles klar. Jetzt kommen ganz viele Fragen zum Laden. Ist vielleicht nach der Shop-Erweiterung auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten auf 1 oder 2 Tage mehr in der Woche geplant? Jupp. Ja. Kurz und knapp. Wir überlegen tatsächlich, den Samstag noch dazu zu nehmen. Dann aber nicht ganz so lange. Ich glaube, wir hatten jetzt uns geeinigt auf 9 bis 13 Uhr. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann noch Tage dazu nehmen. Das ist ja dann eher deine Entscheidung. Naja, ich fand ja Samstag schon schwierig irgendwie. Aber da habt ihr gesagt, ihr wollt es ausprobieren und gucken wir einfach weiter. Genau. Eigentlich ist es ein Ausprobieren. Dann ist die Frage, wann ist denn immer genau auf? Naja, Donnerstags und Freitags von 10 bis 16 Uhr. Mhm. Und dann ab Mai noch den Samstag von 9 bis 13 Uhr. Mhm. Dann hat da eine Kundin gefragt, wenn sie online Ware bestellt, kann sie die auch im Shop abholen und gegebenenfalls auch da zurückgeben oder umtauschen? Ja, also wir nehmen die Ware, die abgeholt wird grundsätzlich nur bei uns abgeholt und nicht im Lager. Sondern die nehmen wir dann donnerstags mit und dann kann die abgeholt werden. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder nicht gewünscht war, dann kann das hier auch abgegeben werden. Gelten die online gekauften Gutscheine auch im Laden, wurde gefragt? Ja, die sind auch hier einlösbar. Und die Gutscheine, die man hier kaufen kann, kann man genauso gut online einlösen? Ja. Und dann hat noch jemand gefragt, ist im Laden immer das gleiche Team? Die Frage fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Wenn immer das gleiche Team da ist,
Schwierig. Schwierig. Oh, das ist ja dann nicht gut für uns. Ne? Oder immer das gleiche Team. Ah, die sind immer da. Alles klar, dann komme ich gerne. Also, zurzeit sind wir zu dritt hier. Also Nina, Carina und ich. Und letzten Freitag hat Svea mir ausgeholfen. Ist auch einiges schief gegangen. Donnerstag war sie da, nicht Freitag. Freitag hatten wir Freitag. Freitag hatten wir Freitag, Donnerstag war sie da. Ja. Man könnte aber denken, dass die Voraussetzung ist, im Laden zu arbeiten, dass der Name auf A endet. Gut, ihr beide seid ja jetzt schon mal raus. Nee, du nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht. Genau, Jessica ist mit drin. Ja, ich bin auch schön. Ja, meine Welt heißt ja meistens nur Jess. Deswegen. Ja, das stimmt. Wir nennen mich auch alle echt nur, also kaum einer, dass Jessica sagt. Mhm. Außer Silke, wenn sie was will. Jessica! Ich sag auch jetzt, ich sag auch. Nee, eigentlich nennen sie mich auch nur Jess. Ja, also wir sind das gleiche Team, dasselbe Team im Moment. Damit sind wir durch. Was, mehr Fragen? Nee, ich? Nee. Also. Hätten wir auch ein bisschen schneller, zügiger hingekriegt. Naja, es gab ein paar Fragen, die konnte ich immer schon direkt beantworten, wo ich gedacht habe, ach, das ist vielleicht für die Allgemeinheit gar nicht so interessant. Und deswegen habe ich nur die rausgeschrieben, die irgendwie so wichtig und interessant waren. Aber falls jemand noch Fragen hat, kann er sie gerne stellen. Aber vielleicht habt ihr noch Fragen, die ihr beantworten wollt. Was für Fragen kommen denn sonst im Laden? Naja, was viel kommt, ist immer, habt ihr, also viele haben dann so die Wünsche, ob wir alles haben. Das haben wir leider nicht. Wir können nicht das komplette Sortiment hier haben, was auch im Lager ist. Das geht ist. Auch nicht. Das geht nicht, dafür haben wir zu viel. Das tut mir manchmal auch richtig leid, weil es kommen auch welche, die von weiter sind und die dann ihre Liste haben und wir haben dann nicht alles hier. Also das ist dann immer sehr schade. Genau, da macht es wahrscheinlich dann Sinn, vorher eine Bestellung aufzugeben und die dann hier abzuholen. Genau. Und man kann sich hier dann ja auch vor Ort auch aufmachen und sich die Sachen angucken. Genau. Und wenn man dann sieht, es ist doch nicht meins, dann kann man sagen, das bitte wieder zurück. Genau, ja, richtig. Das wird oft gefragt, ob wir alles hier haben. Nein, das haben wir nicht. Wir haben nicht alles hier, das können wir nicht. Das haben wir zu viel. Was denkt ihr, wann seid ihr fertig mit dem Teil drüben? Wir hoffen, dass wir bis Ende April damit... Doch, das schaffen wir, ja. Wir haben heute jetzt schon ein bisschen umgestellt, schon ein bisschen umdekoriert, den Tresen ein bisschen verschoben. Das war nicht, also nicht einfach, Regale hin und her geschoben und sowas, ja. Vielleicht kannst du noch was zum neuen Sortiment erzählen. Antje, du warst schon hinten, hast dir die Sache angeguckt, ne? Ich glaube, wir waren alle schon hinten, oder? Da waren wir ja alle schon. Also ich habe schon und einiges. Ich war mit Jessica, letzte Woche waren wir einmal da, ne, wie ihr hier gebastelt habt. War ich auch einmal noch kurz gekommen. War Pelle hier ja zu Besuch. Also wir haben natürlich nach wie vor immer noch unsere Sachen, die man auch im Shop, also im Online-Shop bekommt. Klar. Und dann bekommen wir total schöne Deko-Sachen dazu. Jetzt die Firmen, das müsstest du sagen, weil da bin ich raus. Eulenschnitt habe ich mir noch gemerkt. Aber dann... Genau, das sind ganz viele verschiedene. Aber ich glaube, was ganz interessant ist, dass wir einen Laser bekommen, mit dem man verschiedene Materialien lasern kann. Also man kann sich dann zum Beispiel ein Holzbrett aussuchen und dann könnte man draufschreiben, für Antjes Lieblingsfamilie oder so. Warte mal, man kann das personalisieren hier bei uns dann? Kann man auch. Mein Gott, also das wusste ich auch noch nicht. Nee, Jessica, wusstest du das? Ich wusste das, ja. War ja klar. Ja, ey, von klar. Eigentlich muss Jessica hier sein. Ja. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Das war aber mir das nicht klar. Aber das mit dem Laser, weißt du? Das mit dem Laser weiß ich, ja. Aber genau, dass wir auch dann hier Ware personalisieren können, bestimmte Ware. Das schöne Geschenke sind das. Also wir müssen uns da erst noch ein bisschen reinarbeiten. Ob wir es Anfang Mai hinkriegen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann wir die Schulung dafür bekommen, aber wir starten auf jeden Fall damit. Okay. Aber die Deko-Sachen an sich, die im Laden reinkommen, die haben es ganz schön in sich. Vielleicht kann man das dann ja mal sehen. Also wir möchten gerne, dass man die Deko-Sachen dann auch mit unseren Sachen so ein bisschen verfeinert und Einzelstücke draus macht und dass man dann die vielleicht auch mal dazwischen stellt, dass man einfach gucken kann, dass man mit unseren Sachen dann auch die Deko-Sachen noch ein bisschen netter machen kann. Ja, ich finde, das Video haben wir bei Deko mit Kreativdepot, die Ziegelform und dann mit Blumen drin und dann die Die-Cuts da dran.
Also ja, genau, so kann man es schon ganz schick. Vielleicht etwas, was man nicht gießen muss. Da sind wir alle drei nicht besonders gut. Gießen? Ja. Also du meinst Blumengießen? Ja. Ach, alles klar. Wenn die dann vertrocknen, sieht es so schade aus. Also okay. Dann ist nicht mehr so schön. Ich habe da vorhin den Blumentopf gesehen. Wo? Das hat mir vorhin ein bisschen das Herz gebrochen. Neben der Spüle. Das waren so kleine pinkfarbene Blüten, die wirklich so komplett tot runterhingen. Das sind aber Zwiebeln, ne? Ja, glaube nicht. Das sind Bellies, also die Blume heißt Bellies. Nee, das sind keine Zwiebeln. Nee, das ist keine Zwiebel. Also, Nina war noch frohen Mutes, als sie die wieder zum Leben erwecken kann. Aber ich glaube, das ist eher wie so auf dem toten Pferd rumpeitschen. Das bringt nichts mehr. Ja, da sind wir. Ich sowieso nicht. Mir darfst du nichts Lebendiges an Blumen geben. Was in meinem Garten auch nicht leben, also was da eingeht, das geht ein. Doof. Ja. Ja, ist bei mir auch so. Ich kann nicht. Ich bin auch nicht, also es gibt so Blumen, Dahlien zum Beispiel, muss ja dann auch zum Herbst wieder rausholen. Ja. Da denke ich immer so, pff, wenn du hart bist, dann schaffst du das, wenn du nicht. Dann meine Mutter hat ein Dahlienbeet, das ist bestimmt 10 Quadratmeter groß. Und dann mit ihren 74, ja, buddelt sie dann im Herbst die ganzen Zwiebeln aus, beschriftet die alle. Ach du Schande. Ja klar, damit sie weiß, wo die dann. Die haben ja auch verschiedene Größen. Und im Sommer oder im Frühjahr buddelt sie das ganze Beet wieder um und dann kommen die da rein. Jedes Jahr. Wo ich denke, sag mal, man muss sich doch nicht mehr Arbeit machen. Aber das waren die Lieblingsblumen von meinem Papa. Und das, ja, dann ist das aber auch das ist was anderes. Ja. Und wenn es blüht im Sommer, sieht es ja auch traumhaft. Es gibt ja total hübsche da. Also ich habe jetzt das erste Mal auch welche gesetzt. Ich wusste gar nicht, dass ich die rausnehmen muss. Im Herbst. Guck mal, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hab die im Kübel rein, weiß ich ja Bescheid. Guck mal, und, weiß ich ja Bescheid. Marion, wie Marion gerade sagte, meine haben es nicht überlebt, die waren nicht hart genug. Mhm. Aber die sehen hübsch aus. Ach, was wir noch sagen können, weil ich da vorne gerade einen Plotter sehe, zum Thema Workshops. Ihr gebt bald den, wann gebt ihr den Workshop für das Plottern? Ich glaube 16. Mai oder so. Ja, die, Cameo steht nämlich schon vorne. Wie viel haben wir denn? Wie viel Vier haben wir da. Nee, drei haben wir, glaube ich, hier vor. Und die, da muss dann ein Laptop dazu mitgebracht werden? Und dann, oder wie läuft das? Nee, wir haben Laptop, also wir haben drei Geräte fertig hier. Also sowohl Plotter mit Laptop, dann kann man das üben und lernen. Und wer aber einen Plotter und einen Laptop schon hat und damit aber noch nicht so richtig sicher ist, der kann dann zu euch kommen. Genau. Ja. Kann seine Sachen mitbringen. Aber der ist erst im Mai. Und Näh-Workshops gibt es die auch noch wieder? Bestimmt, ne? Es ist jetzt am, ich glaube, es ist der 19. Ja. April ein Näh-Workshop. Aber du musst immer die Nähmaschine mitbringen, ne? Wir haben drei Nähmaschinen hier. Okay, also ist das jetzt auch. Genau, also insgesamt können 10 Leute, glaube ich, teilnehmen. Mhm. Und drei Nähmaschinen haben wir hier. Okay. Und jeder kann bei uns hier auch seine Nähmaschine mitbringen. Ja. Also am 19. bin ich dabei, ich bringe mich meine Nähmaschine dann selber mit. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.